gespenstisch, der Nebel, der Schwenk auf der hohen Straße im Odenwald, der Tag, die Sonnenwende am 21. Dezember, die Bäume im Nebel. Ich bin auf der Hohen Straße, der prähistorischen Hohen Straße, der römischen Hohen Straße, im Odenwald unterwegs. Die Hohen Straßen sind die ehemaligen alten Handelsstraßen, da es im Tal ja meistens sumpfig war. Ich stelle mir jetzt so gerade vor, ich wäre jetzt um diese Zeit vielleicht mit meinem Pferd unterwegs, könnte ein Römer sein, gespenstisch, sieht es aus mit den Bäumen. Und jederzeit kommt von der Seite oder von vorne ein Germane kommen. Und mich vom Pferd reißen und mich irgendwie meines Lebens berauben, meiner Dinge, die ich habe. Weil es war natürlich auch römisches Land, die Hohe Straße. Da haben bestimmt auch Gebäude gestanden. Heute lässt diese Straße gar nichts mehr erahnen. Am 21.12.2016. Und noch vor lächerlichen 150 Jahren sind hier die Leute auch um die Zeit hier entlang gegangen. Nicht so wie wir mit Gore-Tex-Anorak und Gore-Tex-Schuhen. Sondern wahrscheinlich haben sie Lumpen um die Füße gehabt. Wenn sie sich vielleicht schon ein paar Schuhe leisten konnten, dann waren das ganz schlechte Schuhe. Sie haben gefroren in den Füßen. Es war ihnen kalt. Sie waren eingehüllt mit lauter Lumpenkleidern. Dann sind sie hier langgelaufen. Auf der Hohen Straße, weil die Hohe Straße, die läuft jetzt hier weiter. Da kommt man dann in Böllstein vorbei. In Böllstein kann man dann übersetzen und kann dann Richtung der Bergstraße laufen. Vielleicht dann um am Samstag oder am Freitag auf dem Markt in Heidelberg anzukommen. Da ist am Schloss jedes Wochenende ein großer Markt. Das haben sie natürlich gewusst, die Leute. Und ich komme von da, von Böllstein, und laufe dann da runter Richtung Frankfurt oder Richtung Darmstadt. Ich habe meine Waren dabei und ich habe wieder nur Lumpen um die Beine gewickelt, Säcke. Weil Schuhe konnten sich ja nur die Leute leisten, die etwas hatten. Gedanken im Nebel. Am Tag der Sonnenwende. Auf der Hohen Straße. Im Odenwald.